Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Clash Royale. Die Update-Infos trudeln ein, die ganzen YouTuber hauen alles raus. Neue Karten, neue Arenen, neue Infos, alles mögliche. Das Update ist endlich unterwegs. Das war, glaube ich, jetzt der längste Abstand zwischen ein Update wie dieses hier. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir im Dezember, noch vor Dezember, Mitte Dezember irgendwo. Und jetzt erst im März, aber es kommen nice Sachen rein. Ihr habt es bestimmt schon alles mitgekriegt, deswegen fassen wir einfach mal zusammen. Wir kriegen 4 neue Karten dabei. Fledermäuse, Heilzauber, die Nachthexe und den Banditen oder Banditin. Ich habe mich ja beschwert, dass es zu wenig weibliche Truppen gibt in Clash Royale und Supercell hat reagiert. Den Anfang macht die Banditin dabei und es ist vom Prinzip her eigentlich eine ziemlich interessante Karte. Macht ziemlich viel Schaden, wenn die ihren hier Stoß macht, wenn die Anlauf nimmt. Wie gesagt, checkt andere YouTuber aus. Ich kann euch leider kein Gameplay zeigen, weil ich nun mal für Supercell ein dummes Arschloch bin. Ihr wisst ja Bescheid, ne? Oder das ist Supercell ein dummes Arschloch. Je nachdem, wie ihr drehen wollt. Auf jeden Fall, die Banditen holt einmal Anlauf, ähnlich wie der Prinz, und macht dann doppelten Schaden, sobald die draufhaut. Kostet 3 Elixier, also ähnlich wie die Prinzessin Eismagier so in der Region. Ist, glaube ich, so die goldene Mitte. Hat aber auch nicht krass viel HP. Sprich, vom Blitz kann die getroffen werden und stirbt dabei auch. Und am effektivsten ist sie wirklich gegen kleinere 3 Elixier-Einheiten. So wie Eismagier, Prinzessin, Dartkobold, Bomber vielleicht noch zum Teil. So die mittleren Einheiten. Nicht die ganz kleinen wie Skelette, die mittleren und auch nicht zu groß. Zu große Einheiten würde die nicht so krass viel Schaden machen. Die macht 160 Schaden in der Sekunde. Und die Hardkonter werden wahrscheinlich so Skelette sein, Kobolde, Grabstein, halt wo viele kleinere Einheiten rauskommen, weil die hier nun mal nicht so schnell zuhauen kann. Es geht. Nicht super schnell. Also gegen Elite-Barbaren sollte man damit vermeiden, gegen Bowler auch, aber gegen Bomber, Prinzessin, Eismagier, Miner zum Teil auch. Gegen das wird die super effektiv sein. Dazu kommt für die Banditen natürlich eine Challenge raus. Es kommt eine Banditen-Challenge raus, wo man mit der spielen kann. Ähnlich schon wie beim Elektromagier, wenn ihr 12 Wins habt, könnt ihr die freischalten und dann kriegt ihr auch die legendäre Karte schon vorher. Ansonsten kommt ihr offiziell am 24. Die Challenge kommt am 17., sprich nächste Woche Freitag. Das wird auf jeden Fall ein nice Ding. Ich werde es wahrscheinlich wieder nicht schaffen. Das ist alles mir ein bisschen zu tryhard in letzter Zeit. Kann ich wieder 3 Monate auf den Shop warten. Ha, das wird nice. Die zusätzlichen Karten sind dann noch Fledermäuse. Das sind wie Skelette, ziemlich schwache Einheiten, die in der Luft fliegen. Aber ja, es sind fliegende Skelette im Prinzip. Kosten dafür aber 2 Elixier. Bisschen komisch, Skelette kosten nur 1 Elixier, die Fledermäuse kosten 2 Elixier. Gut, die fliegen in der Luft, haben natürlich einen gewissen Vorteil. Wenn die 1 Elixier kosten würde, würde die Skelette keine Sau verwenden, ne? Schwierige Karte in meinen Augen. Ob wir noch eine 2, so niedrig Elixier-Einheit brauchen, ihr kennt ja die ganzen Spam-Decks, die ganz viele kleine Einheiten haben und so weiter. Ja, und das kommt jetzt noch dazu. Und schlimmer wird es noch mit dem verdammten Heilzauber. Ein Heilzauber. Monatelang hat Supercell gesagt, nein, Heilzauber würde dieses Spiel kaputt machen. Und viele, 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 viele Spieler waren sich auch einig, ein Heilzauber würde dieses Spiel kaputt machen. Und ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr unschlüssig, ob das eine super gute Idee war oder das Spiel komplett kaputt machen. Für 3 Elixier hält er 180 Damage in der Sekunde. Sprich, das hält 3 Sekunden und ihr kriegt dabei ungefähr was? Ungefähr um die 500 HP zurück. Jetzt stellt euch mal eine Lakaienhorde vor, die ihr gesappt habt. Und der Gegner haut noch einen Heilzauber oben drauf. Die leben immer noch. Die leben immer noch. Ihr müsst wieder irgendwas raushauen, damit die sterben. Und das kann so viele Kombinationen retten, kaputt machen, wie auch immer. Ein Royal Giant. Ihr denkt, ihr habt endlich diesen Royal Giant kaputt gemacht. Ihr braucht nichts mehr zu setzen. Zack, Heilzauber drauf. Der lebt immer noch. Nochmal 500 HP. Hawk Rider, gerade am Turm dran, hat so viel HP. Denkst du, ja, brauche ich nichts mehr auszusetzen. Heilzauber drauf. Bams. Macht dann noch 3 Hits raus. Ja, das wird super. Das wird auf jeden Fall die Arena verdammt verändern. Denke ich mal. Also ich glaube, Heilzauber wird es schon eines der beliebtesten Karten sein. Muss man aber abwarten. Ne? Wie so oft kamen schon Karten drauf, wo die Leute dann sagten, das wird so stark, das wird so OP, das Spiel wird dadurch kaputt gehen und keine Sau hat es keinen verwendet. Ich sag nur Inferno-Drache, Klonzauber, was auch immer. Deswegen würde ich auch sagen, lasst uns abwarten, Leute. Persönlich denke ich, dass das schon ziemlich krass wird. Dass es hier sehr viele Kombinationen geben wird, wo dieser Heilzauber einfach so nervig wird. Bald spielt man mit 5 Zauber in seinem Deck rum, nur damit man Einheiten, die geheilt werden, immer wieder kaputt machen kann oder so weiter. Und das Einzige, was dann drankommt, ist Schnitzelreiter und hier, der große Stinker, der Royal Giant. Die letzte Karte, die letzte legendäre, wir kriegen 2 legendäre, habe ich das erwähnt, ist die Nachthexe. Es ist legendär, kostet 4 Elixier. Sieht ähnlich aus wie die Hexe, nur statt Skelette produziert sie Fledermäuse. Und das etwas langsamer. Kostet dafür 4 Elixier. Hat etwas mehr HP als die Hexe, aber auch nicht krass viel. Macht deutlich mehr Schaden, aber... Ja, ich weiß nicht, das hört sich nach irgendeiner einfach normalen Variante an. Wieso haben die das Ding nicht gleich Mega-Hexe genannt oder sowas?
Das ist, wir hatten ja die Barbaren, dann kamen die Elite-Barbaren raus. Wir hatten die Minions, dann die Mega-Minion, ne? Jetzt haben wir die Hexe, jetzt haben wir die Mega-Hexe. Oder wieso haben die nicht einfach Mega-Hexe genannt? Weil im Prinzip liest sich das echt wie so eine bessere, gestärkte Hexe. Die Mega-Variante von der Hexe an, die legendär ist. Aber kann sein, dass es gut wird. Aber ich meine, die Hexe ist so oder so schon nicht super beliebt. Und jetzt kommt die Hexe raus. Okay, abwarten, abwarten. Vielleicht wird das die Hexe sein, die die Hexe von Anfang an sein sollte. Hexe ist nicht, halt nicht so beliebt. Die Mega-Hexe, wenn die rauskommt, wird wahrscheinlich super beliebt, weil die super stark wird oder sowas. Meine Vermutung, weil stellt euch mal vor, blickt mal zurück. Als die Elite-Barbaren rauskamen, waren die super schwach, dann waren die super stark. Jeder hat die verwendet. Mega-Minion aktuell in der Meta sowas von vertreten. Ist eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Also sprich, die Mega-Varianten von den Karten sind immer beliebt gewesen bisher. Und Mega-Hexe wird es vielleicht auch sein. Nächste große Änderung ist die neue Arena, die neue legendäre Arena. Die neue legendäre Arena sieht anders aus und ich finde, die sieht geil aus. Die sieht super, super geil aus. Die sieht richtig schön legendär aus. Episch und so weiter. Die aktuelle Arena 10 wird in Schweineberg umbenannt. Schweineberg ist ein Scheißname, oder? Das Hockberg oder sowas. Also auf jeden Fall eine Arena, die für den Hockrider bestimmt ist. Und die neue legendäre Arena ist ab 3800 Trophäen. Ist ein bisschen, ja doch, ist eine sehr gute Wahl, ehrlich gesagt. Weil die, der Legendary Set ist ja auf 4000 Trophäen. Und dann würde man sehr schnell wieder aus der legendären Arena rausfliegen. Und 3800 ist echt ein guter Schnittpunkt. Man hat so ein bisschen Puffer. So ein paar Screenshots von anderen YouTuber zeigen, dass die neue legendäre Arena wohl auch ein bisschen gewisses Einstufung hat. Man sieht so ein bronzenes Schwert. Wenn ihr an Clash of Clans denkt, ne, da gibt es ja auch die goldene Liga und dann gibt es Gold 1, 2 und 3. Das wurde ja schon oft spekuliert, dass es bei der legendären Arena genauso wird. Dass es dort dann legendäre 1, legendäre 2 und legendäre 3 gibt. Und ein Screenshot von Clash with Ash, oder ist das einfach nur, doch, hier in den Ash-YouTuber, zeigt ein bronzenes Schwert, was schon ein bisschen darauf hindeutet, dass es dort wirklich eine Einteilung gibt. Sprich, es wird wahrscheinlich 3 Arenen geben. Ich sollte vielleicht mal andere YouTuber gucken, dann weiß ich auch Bescheid. Das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, ne? Das mit dem bronzenen Schwert. Auf jeden Fall kann ich mir darunter nichts anderes vorstellen. Und auf jeden Fall, die Arena neue sieht super nice aus. Ich mag die Farbpalette, alles ist irgendwie so Gold, Rot, Blau. Das sind ja so die Farben von Clash Royale, ne? Blau und Rot sowieso. Die ganzen Spieler sind Blau und Rot. Das ist sowieso dazu. Und diese Arena leuchtet in diesen Farben. Die strahlt richtig. Und dann gibt es überall Gold noch dazu, mit richtig schönen Verzierungen. Auf jeden Fall optisch würde ich sagen, schon super, super nice. Aber liegt vielleicht auch daran, dass ich schon seit Jahren irgendwie in dieser legendären Arena bin. Und schon mich satt gesehen habe an dem Ganzen. Aber jetzt heißt es ja Schweineberg. Dann gibt es noch so kleine Änderungen. Bei Orange Juice hat man zum Beispiel gesehen, dass bei der Challenge die Kronen, die man dort holt in einer Challenge, auch für die Clan-Truhe gilt. Nee, für die Kronentruhe gilt. Für deine eigene Kronentruhe, nicht für die Clan-Truhe. Sprich, wenn ihr eine große Herausforderung oder sowas spielt, werdet ihr auf jeden Fall Kronen kriegen für eure Kronentruhe. Was nice ist, denke ich mal. Für die Leute, die hier nur Herausforderungen spielen, werden natürlich auch Kronen sammeln und die gehen nicht verloren. Ob das auch für die Clan-Truhe gilt, kann sein. Kann sein. Ehrlich gesagt, würde ich mir das sogar sehr gut vorstellen. Weil ich meine, warum nur die Kronentruhe und nicht die Clan-Truhe? Würde auch keinen Sinn machen. Und das wäre auf jeden Fall nice. Zusätzlich sieht man noch so ein paar Häkchen. Ich glaube, das ist deutet da an, wo man die ersten garantierte Karten kriegt, die man so für benötigt. Aber bei der Banditen-Challenge weiß ich gar nicht. Man bekommt eigentlich nur bei den Banditen bei 12 Wins. Ne? Einen einzigen Banditen und bei 12 Wins. Was sollen die Haken dazwischen sein? Kriegt man einen halben Banditen oder sowas? Und da sieht man so, nach 3-4 Wins kriegt man so einen Checkmark, was auch immer das bedeuten mag. Bei einer normalen Challenge hätte ich gesagt, wie zum Beispiel beim Rambock, hätte ich jetzt gesagt, bei der Stelle kriegt man 5, bei der Stelle kriegt man 10, bei der 15 und so weiter. Ne? Das sind halt so die Zwischenstufen. Beim Banditen bin ich mir nicht so sicher. Und deswegen kann man da so ein bisschen rätseln, was das vielleicht genau bedeutet. Oder ist es vielleicht so ein Checkpoint, wenn du das erreichst und du verlierst, dann fällst du nicht wieder auf 0 runter? Das wäre geil. Das wäre geil. Musst du dann zwar vielleicht wieder einkaufen, aber dann fängst du wieder bei 10 an oder sowas. Das wäre doch nice. Okay, kann man auf jeden Fall spekulieren. Hinzu kommen dann noch kleine Änderungen wie Elektromagier und hier Henker werden ein paar Bugfixes bekommen. Das Menü sieht, hat ein paar andere Farben bekommen für die ganzen Buttons, wie auch immer man die nennen möchte. So Kleinigkeiten noch. Und ich denke mal, da kommt noch heute Abend noch was Dickeres raus. Ich glaube, da fehlt noch was. Vielleicht diese Arena-Einteilung, die ich euch gesagt habe, in 3, 2, 1. Auf jeden Fall, Leute, schreibt mir runter in die Kommentare, was ihr zu diesen Karten hält, was ihr zu der neuen Arena hält. Wie findet ihr die? Seid ihr gehypt? Banditen, neue legendäre Arena, die super cool aussieht. Bugfixes und so weiter. Wir kriegen ja eine neue Clan-Truhe, beziehungsweise die Team-Clan-Truhe, ne? Team-Battles sind ja auch dabei. Das hatte ich ja schon alles und so weiter. Auf jeden Fall ein dickes Paket, würde ich mal sagen. Ich hoffe, es kommt aber noch ein bisschen mehr. Ich meine, wir haben so lange gewartet. Ein bisschen fehlt noch was, oder? Ein bisschen fehlt noch was, damit das dieses Update, glaube ich, zum besten Update wird. Schreibt mir runter in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und gebt mir Flasse. Flapp.